Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu der Videoreihe, in der ich darüber rede, was ich so in den verschiedenen Jahreszeiten aus Japan vermisse. Und heute wird sich alles um die oft vergessene fünfte Jahreszeit drehen, die Regenzeit oder auch Tsuyu. Ich kann mir vorstellen, dass die Hälfte von euch jetzt denkt, eine fünfte Jahreszeit und die andere Hälfte froh ist, dass ich die Regenzeit nicht vergessen habe. Ich habe nämlich in meinem ersten Video dieser Reihe von einer vierteiligen Reihe gesprochen, aber direkt nach dem Dreh ist mir aufgefallen, dass es in Japan ja eigentlich fünf Jahreszeiten gibt. Und da viele die Regenzeit nicht so auf dem Schirm haben, klären wir erstmal, was ist eigentlich Tsuyu? In Japan heißt diese fünfte Jahreszeit, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, Tsuyu. Tsuyu heißt wortwörtlich übersetzt eigentlich Pflaumenregen. Dieser Name kommt wahrscheinlich daher, dass in Japan zu dieser Zeit die Pflaumen reif werden. Also die Regenzeit ist so zwischen Frühling und Sommer wahrnehmbar. In den typischen Reiseurlaubsregionen, so Osaka, Kyoto, Tokio, findet diese Jahreszeit ungefähr von Anfang Juni bis Mitte Juli statt. Das kann aber je nach Region in Japan stark variieren. So ist es zum Beispiel so, dass in Okinawa das Ganze schon irgendwie Mitte Mai anfangen kann und in Hokkaido sich das sogar bis Anfang August ziehen kann. Tja, und ganz plump gesagt, es regnet in dieser Zeit super viel und es wird echt heiß. Etwas spezifischer gesagt kommt es durch den Zusammenprall von kalten Polarwinden und subtropischer südpazifischer Luft zu Monsunen, die dann über Japan hinwegziehen. Und das Ganze ist kein Zuckerschlecken. Gerade in den südlichen Regionen kommt es ganz oft zu Erdrutschen oder auch zu Überschwemmungen. Dieses Jahr war zum Beispiel Atami auch echt stark betroffen. Es gibt aber auch Regionen, da merkt man nicht so viel von der Regenzeit. Das war zum Beispiel der Fall in der Yamanashi-Präfektur in Kofu, wo ich gewohnt habe während meines Auslandsjahres. Dort gab es dann so zwei Wochen, wo man meinen konnte, ah, ich glaube das hier, das ist jetzt diese Regenzeit. Was auch ein Grund ist, warum ich diese Jahreszeit so oft vergesse. Oft wird die Regenzeit eher kritisch, wenn nicht sogar negativ betrachtet. Gerade wenn es um das Thema Reisen und Urlaub geht. Klar kann so ein Dauerregen die ein oder zwei Wochen Urlaub echt ganz schön durcheinander bringen. Daher war es gar nicht so offensichtlich, was man an so einer umstrittenen und in meinem Fall auch echt kurzen Jahreszeit vermissen kann. Ich habe meiner inneren Positivität aber mal freien Lauf gelassen und 3,5 Punkte gefunden, die ich aus der Regenzeit irgendwie vermisse. Regenschirme. Regenschirme in Japan und in Deutschland könnten irgendwie nicht unterschiedlicher sein. In Deutschland benutzen wir eher solche kleinen Mini-Regenschirme in eher dunkleren Farben, wenn nicht sogar direkt in Schwarz wie dieser hier. Und ich finde, die machen den Regen meistens echt noch düsterer, als er sowieso schon ist. In Japan hingegen werden eher so transparente oder bunte Stockregenschirme benutzt und ich finde, die machen den Regen sehr viel angenehmer und spaßiger. Und gerade die transparenten Regenschirme sind echt praktisch in Großstädten. Denn wenn man so einen Regenschirm hat und auf einem nicht allzu großen Gehweg mit sehr vielen Leuten in Tokio ist, dann ja, hat dieser Regenschirm den Vorteil, dass man durch den hindurchschauen kann und dadurch die Leute sich wahrscheinlich weniger anrempeln, als das der Fall wäre, wenn man so einen dunklen Regenschirm hätte, durch den man eben nichts sieht. Ich persönlich habe mir hier in Deutschland auch einen transparenten Regenschirm zugelegt, der Wölkchen drauf hat. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ja doch. Und ja, nur ist das hier in Deutschland halt leider so gar nicht etabliert und von den meisten erwachsenen Leuten werde ich eher komisch angeschaut, wenn ich mit diesem Regenschirm bei Regen unterwegs bin. Aber das hält mich nicht davon ab, ihn weiterhin zu benutzen. Reisfelder. Die Regenzeit spielt für den Reisanbau eine sehr wichtige Rolle. Was ich daran persönlich besonders spannend fand, war, dass man den Reispflanzen im Tsuyu förmlich beim Wachsen zuschauen konnte. Und wer sich noch so ein bisschen in meine Japan-Videos erinnert, weiß vielleicht noch, dass mein Wohnheim direkt gegenüber von einem Reisfeld war. Vielleicht ist deswegen für mich auch die Verknüpfung zwischen Tsuyu und Reisfeldern besonders stark. Aber ich fand zum Beispiel super krass, wie sattgrün diese Reisfelder so Ende Juli dann geleuchtet haben förmlich. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob ich wirklich sagen kann, dass ich Reiswälder aktiv vermisse. Gerade außerhalb von Kofu oder vor allen Dingen auch in den Großstädten ist jetzt nicht so, dass man explizit viele Reisfelder in der Regenzeit findet. Es ist einfach nur eine starke Assoziation, die ich persönlich
mit dieser Zeit habe. Im Regen im Onsen. Wenn es draußen sowieso schon super heiß und luftfeucht ist, entspannt man am besten in einem Onsen. Und gerade wenn es draußen nur so ein bisschen nieselt und gerade nicht so stark regnet, kann ich Outdoor-Onsen nur empfehlen. Man könnte denken, dass es super unangenehm ist, sich bei heißem Wetter in heißes Wasser zu setzen, aber ich persönlich fand es einfach super entspannend. Das war einer meiner besten Onsen-Besuche zu dieser Zeit. Vielleicht aber auch nur, weil mir hinterher nicht direkt schwindelig geworden ist, wie bei den meisten anderen Onsen-Besuchen, Kreislauf und so. Ich persönlich bin ein mega Fan von heißem Wasser bei heißen Temperaturen und deswegen war ich auch schon mal im Sommer in einer Therme in Deutschland. Das fand ich auch mega, aber Onsen sind halt einfach nochmal was komplett anderes und ich glaube, die vermisse ich immer, aber weil dieser Onsen-Besuch damals während dem Zuyu oder während der Regenzeit so toll war, vermisse ich es vielleicht ein bisschen mehr. Hortensien. Für viele Japaner sind Hortensien das Sinnbild der Regenzeit. Wenn sie blühen, ist klar, es ist Zuyu. Es gibt ganze Parks nur mit Hortensien. Und wenn ich irgendwann nochmal während der Regenzeit in Japan bin, dann möchte ich versuchen, so viele wie möglich davon zu besuchen. Allerdings zähle ich das Ganze hier nur als halben Punkt. Ich habe festgestellt, dass ich Hortensien super liebe und dass ich auf jedes Hortensienbild aus Japan super neidisch bin. Allerdings war das erst 2020, also nachdem ich in Japan war. Und in Japan selbst sind die Hortensien irgendwie fast komplett an mir vorbeigegangen. Ja, ich glaube, das kann so ein bisschen daran liegen, dass in Kofu die Regenzeit halt einfach echt super kurz war. Naja, und hinzu kommt, dass Hortensien in Deutschland halten und gerade auf einem Balkon echt sehr viel Zeit und Liebe und vor allen Dingen sehr viel Wasser kostet und nicht so einfach ist. Da würde ich mir dann doch lieber einen Park voller Hortensien wünschen. Wenn jemand sowas in Deutschland kennt, dann ja, ihr wisst, wo die Kommentare sind, sagt mir Bescheid. Und wo wir gerade bei freundlichen Aufforderungen sind, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Ja, und damit sind wir am Ende meiner 3,5 Punkte. Ich hoffe, ihr fandet es aufschlussreich. Es war interessant, ein bisschen was über die Regenzeit in Japan zu lernen. Und das nächste Video dreht sich dann, wie man erwarten könnte, um den Sommer. Ich bedanke mich wie immer ganz freundlich für eure Aufmerksamkeit und fürs bis hierhin Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.